Hallo, es ist Montagnachmittag. Ich fange an zu arbeiten. Eine Runde Nacht fahren. Die ganze Woche wieder. Bin ich froh, dass ihr bei mir seid. Da schlafe ich wenigstens nicht ein in der Nacht. Ihr könnt mich ein bisschen wach halten. Also dann, auf geht's. Die Welt retten und die Nacht unsicher machen. Wir fahren jetzt nach Neckarsulm. Quatsch, Neckarsulm. Wir fahren jetzt nach Regensburg. Nicht nach Neckarsulm. Das war auch so eine Nachttour. Also auf nach Regensburg laden, dann nach Leipzig und dann irgendwann irgendwo Feierabend. So, Bande. Jetzt geht's los. Ab nach Regensburg. Ich kann es ja heute ganz entspannt angehen. Hab ja Zeit. Muss ja erst um 11 unten sein. Ich werde dann auch noch mal eine Viertelstunde Pause zwischendrin machen und dann aber schon ein Stückchen noch mal hochfahren. Nicht jetzt in Regensburg Pause machen, weil da habe ich erst 3 Stunden weg. Dann fahre ich noch mal 1,5 Stunden hoch und dann müsste ich nämlich mit noch mal 30 Minuten Pause hinkommen nach Leipzig. Das ist nicht eine herrliche Abendstimmung hier. Das ist doch so richtig eine Belohnung für die Nachtfahrt, die vor uns liegt. Sonne so schräg von hinten. Gut, das Gras ist nicht grün, das ist ein bisschen trocken. Habt ihr die Burg gesehen links oben? Das war die Burg Tiersheim. Nee, Tierstein, nicht Tiersheim, Tierstein. Die vielen Tiere hier bringen einen auch durcheinander. Ich weiß allerdings nicht, ob man die besichtigen kann. Jetzt haben sie mir noch keinen Stau gemeldet, auch nicht auf der A3. Ich verstehe auch nicht, wieso das nachts auf der A3 da vor der Baustelle so staut. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass das irgendwie mit dem Schichtwechsel bei BMW zusammenhängt. Dass die da alle ins Werk wollen, weil die haben ein ganz komisches Schichtwechselsystem. Die machen nicht wie alle anderen 14 und 22 und 6 Uhr. Sondern die machen irgendwie 23 oder 0 Uhr oder 23:30, ich weiß es nicht. Ganz komisches Schichtwechselsystem haben die da unten. Wahrscheinlich ist deswegen immer der Stau dort. So. Pause erstmal weiterfahren, Quatsch, Pause beendet, erstmal weiterfahren. Bis Regensburg komme ich auf jeden Fall und dann gucke ich mal, dass ich hochzu noch bis Lernberg-Köblitz komme auf den Autohof. Das müsste ich schaffen und von da aus müsste ich vielleicht gerade so mit 4,5 Stunden bis Leipzig kommen. So, jetzt habe ich wieder ohne Punkt und Komma geredet. Und was machst du hier? Stehst wieder voll im Weg. Alter. Wegen dir muss ich jetzt hier um den Bordstein fahren. Sag mal, geht's noch? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Steht hier mitten in der Ausfahrt.
wird es langsam finster. Ja, ist auch schon 8:30. Jetzt wird es sowieso wieder eher finster. Geht ja wieder straff auf Weihnachten zu. Ja, es geht straff auf Weihnachten zu. Wir zecken jetzt garantiert einen Vogel alle miteinander. Guckt doch jetzt so ein Ding vor mir rum hier. Manu. Tut denn das Not? Auch noch mit zwei solchen Kloppern. Einer ist ja nicht genug, da müssen gleich zwei solche Dinger vor mir hergucken. Ne Schau, heute war kein Stau. Jetzt geht's hier runter. Froh und munter geht's jetzt hier runter. Ich soll doch nicht mehr reimen. Oder weniger. Aber ich konnte es mir jetzt nicht verkneifen. So. Jetzt geht es hier noch ein Stückchen die Allee lang und dann fliegt ihr erstmal raus. Weil ich dann ins Werk fahre und da dürft ihr nicht mit. Streng geheim. Top Secret. Top Secret. Hier noch nicht. So. Jetzt fliegt ihr raus. Bis dann. So, also. Eine Viertelstunde musste ich noch warten. Dann konnte ich rein und dann war ich innerhalb von 10 Minuten fertig. Da ich ja kein Leergut drauf hatte, ging das rucki zucki. Und da war ich fertig. Schneller als ich gucken konnte. Scheint jetzt auch kein Stau zu sein. Ist mir recht. Die haben sich auch gefreut, dass ich heute ein bisschen eher war. Je eher die ihre Autos abgearbeitet haben, umso eher können sie heim. Ich glaube, jetzt kommt bloß noch einer. Ich bin ja durch. Also einer kommt noch, der jetzt eigentlich vor mir wäre, der kommt jetzt nach mir. Und ich wäre ja jetzt erst dran. Also 23 Uhr ist 23.30 Uhr. Aber ich bin ja schon durch, also könnten sie eigentlich jetzt schon Feierabend machen, wenn der andere durch ist. Geht auf, wie es aussieht. Rasthof Waldnabtal. Ich habe noch 5 Minuten und 1000 Meter bis zum Ziel, also bis zum Waldnabtal. Und da mache ich jetzt erstmal eine halbe Stunde Pause. Die mir noch fehlt.
geklappt bis hierher. So war mein Plan. Und jetzt kann ich nämlich nach Leipzig durchziehen, ohne noch mal Pause machen zu müssen. Muss ich bloß gucken, wo ich mich hier hinstelle. Irgendeinen Plätzl finde ich schon. Hier stelle ich mich her. So, halbe Stunde Pause. So, Pause vorbei, jetzt geht's weiter. Ich glaube doch wohl, ich träume. Pfeffert doch hier so ein Schwertransport an mir vorbei. Ich glaub's nicht. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Alter. Die haben hier einen Dampf drauf. Also ich roll jetzt hier mit 85 das Bergel runter und der zieht hier locker an mir vorbei. Hier kommt gleich noch sein Begleitfahrzeug und der nächste ist auch schon im Anmarsch da hinten. Der braucht sich nicht einbilden, dass ich hier Geschwindigkeit verringere wegen ihm. Er muss ja nicht überholen. Überbreites Vieh rasen hier lang wie die Männer. Gibt's ja wohl nicht. Jetzt werden sie langsamer, ich fasse es nicht. Gar nicht anstrengen, an dem kommst du doch eh nicht vorbei. Der hat Überholverbot eingeschaltet. So, mal gucken, ob sie mich reinlassen. Werden wir sehen. Ihr müsst jetzt sowieso draußen bleiben. So, sind wir doch schon fertig. Hat doch geklappt, haben mich sofort drangenommen. Jetzt habe ich noch meine Dreiviertelstunde Pause gemacht, dass ich mit der Lenkzeit nicht in Konflikt komme. Und dann sehen wir, wie es weitergeht. Jetzt müssen wir uns erstmal hier vorbeimogeln an den allen. Der wartet da vorne, das finde ich in Ordnung. Ach, guckt euch mal die Schlange an. Da habe ich mir ein Hinterfahrenglück gehabt. Bei mir war nicht ein Auto vor mir. Guckt mal, hier stehen so entwartende LKWs, die hinter wollen. So wäre es mir jetzt auch gegangen, wenn ich jetzt erst gekommen wäre. Naja, aber so ist ja ganz gut gelaufen.
So habe ich es bis Hermsdorf geschafft mit genau 9 Stunden Lenkzeit. Schichtzeit habe ich ein bisschen was über 12 Stunden. Also kann ich jetzt schön 11 Stunden Pause machen. Heute Abend geht es wieder los Richtung Regensburg. Erst tanke ich noch hier fix, dann geht es los Richtung Regensburg und dann wieder Leipzig und dann gucken wir mal, wie weit wir wieder runterkommen. Schauen wir mal. Wir werden ja wieder wie letzte Woche jeden Tag ein Stückchen weiter oben stehen bleiben. Weil es langt ja nicht immer. Vielleicht fahre ich auch morgen 10er, das schauen wir mal. Werden wir sehen. Ist eine Entscheidung von morgen. Und jetzt ist erstmal Pause. Jetzt wird gegessen. Erstmal ein bisschen Frühstück. Es ist ja jetzt 6.47 Uhr, da kann man ja noch nicht Mittag essen. Ich habe ja noch schön geschmiertes Brot, was mir meine Lilly gut geschmiert hat. Die gibt mir ja immer montags schönes geschmiertes Brot mit. Ja. Und dann haue ich mich ins Bett und heute Abend, wie gesagt, Richtung Regensburg. Also dann, staunknitterfreie Fahrt. Und haltet schön eure Stoßstangen sauber. Tschüss, bis heute Abend.